Die Rheinquelle, am wunderschön gelegenen Thomassee in der Schweiz, entspringt hier der Rheinfluss. 2345 Meter über dem Meeresspiegel startet die weite Reise des Flusses. 1233 Kilometer lang und endet schließlich in Rotterdam in den Niederlanden. Unser Aufstieg beginnt in 3 Kilometer Entfernung und 500 Meter unter der Rheinquelle, an der wir eine Nacht verbringen möchten. Vor uns liegt ein Aufstieg mit teils schwierigen und gefährlichen Passagen. Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und wenn du Lust hast, komm mit auf dieses kleine Abenteuer. Ein anstrengender Marsch, ein Bad im kalten Bergsee und eine seltsame Ziege erwarten dich. Viel Spaß! Ist das denn unser Ziel oder was? Hinter diesen Bergen. Okay, dann müssen wir einmal komplett rüber, ja? Also nicht der geradeaus, sondern der rechts. Also der. Okay. Das reicht dann schon. Ja, kriegen wir bestimmt hin. Bin ich kaputt, Leute, ne? Das war ein Anstieg, 30 Kilo, 400 Höhenmeter. Klatschen hier so viel rum. Ah. Jetzt die Gämse bei unseren Nachbarn. Nachbarn. Also hier sind noch drei Männer, Erwachsene. Die haben sich auch zwei Weinflaschen mitgenommen. Die wollen hier bivakieren. Wir bauen ein Zelt auf, die bivakieren. Ah. Jetzt will sie nicht mehr abhauen. Hallo Herr Gemse, nicht so nah kommen. Mhm. Und wenn du hier hinscheißt, ne? Wenn du hier hinscheißt, kriegen wir riesen Probleme miteinander. Ja. Ja. Langsam haben wir alles erledigt. Lageraufbau ist fast abgeschlossen. Hier ist die Rheinquelle. Dort, wo der Rhein entspringt, wie der Name schon sagt. Eieiei, ich bin auch geschafft. Wir waren gerade da hinten drin schwimmen. Alter Schwede, ist das kalt. Ey, mir ging richtig die Pumpe. Und ich bin nur 20, 30 Meter geschwommen. Also, Bergsee, Rheinquelle, ätzend. Und wir haben eigentlich heute, das haben wir unten, also auf knapp 400 Meter hat man 32 Grad. Hier oben, na, ich schätze mal gerade noch so 18 oder sowas. Mal gucken. Eigentlich muss ich ja mal für euch probieren, ne? Wie das hier so schmeckt. Na, dann gehen wir doch mal dahin. Jo, super. Richtig schön frisch. Da werde ich mir auf jeden Fall noch was abzapfen später, wenn meine Flasche leer sein sollte oder so. Ha, gucken wir es doch mal näher an. Wow. Ach ja, übrigens. Geil, was passiert natürlich nach 300 Meter Wanne? Mir reißt die Hose auf. Boah, ich habe keine Ersatzhose dabei und Nähzeug
kannst du bei dem Schaden vergessen. Ja, jetzt habe ich eine eingebaute Klimaanlage. Ne? Warte, ich versuche das mal ganz kurz zu zeigen. Da, könnt ihr das sehen? Das geht bis fast komplett einmal runter. So ist das, ne? Sollen wir machen. Ah, da oben, warte mal. Da oben sieht man sogar noch Schnee. Ah, ja, ob man das erkennen kann. Ah, stell scharf. Da. Da ist noch Schnee. Und da und da und da. Ah. Wir haben uns gemerkt, wir haben viel zu viel eingepackt. Also ich bin mit einem 80 Liter Rucksack unterwegs. Ich würde sagen, ich habe 70 Liter voll gemacht. Mit Zelt, großem Schlafsack, also Winterschlafsack bzw. Herbstschlafsack. Großer Isomatte mit 9 cm. Mit Füllung und zum Aufblasen, also doppelsicher. Ja. Und fressen ohne Ende, noch ein Bierchen, eine Flasche Wein. Und ich habe persönlich 4 Liter Wasser alleine. Davon habe ich aber auch nur für den Anstieg schon 1,5 verbraucht. Ja. Und dann, ja, was haben wir so zu essen mitgenommen? Bin nicht dieser Freund von so Tütenscheiß und sowas. Obwohl ich mal eine Dose Maggi Ravioli gerne mal esse. Aber. Also meistens so Brot mit Salami, Schinken, Käse am Stück. Und gerade hier in der Schweiz bietet sich das natürlich auch an. Also super leckere Käsesorten esse ich hier jedes Mal. Ja. Und dann ist es einem auch lieber, wenn man richtig gute Wurst und richtig guten Käse bekommt, anstatt dass man ja, sowas zum Aufgießen oder sowas isst. Auch wenn das halbwegs lecker sein kann, das weiß ich auch, aber ne. Ja, meine Hände, die man jetzt nicht so gut sehen kann, die riechen extrem jetzt nach Ziege. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Richtig fette Gämse. Ich wusste gar nicht, dass die Gämse heißen. Ich dachte, Gämse wäre was mit Fliegen. Und nein, ich meine keine Gans. Naja, aber anscheinend nennt man diese Ziegenviecher Gämse. Und der hat wohl unser Essen gerochen, denn der steht auf Chips. Allgemein stehen so Bergziegen und so derbe auf Salz. Warum, kann ich euch gerade nicht erklären. Vielleicht blende ich gleich einen Schriftzug ein oder so. Aber darauf gehen die richtig ab, wenn die Salz lecken können und so. Da werden die richtig horny. Ah, da. Oh. Der Kampf mit der Gämse. Jetzt liegt sie auf der Lauer. Der Kampf mit der Gämse in die nächste Runde. Ja, geil, ey. Geiles Vieh, Alter. Ich freue mich schon auf die Nacht, ey. Am nächsten Tag geht es auch schon wieder an den Abstieg, mit deutlich weniger Gepäck und herunter. Schlecht für die Knie, aber ein wunderbarer Ausblick am Morgen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Tourenvideos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Tourenvideos. Bis dahin, tschüss, tschüss.